Hallo Leute, hier sind wieder McFisto 2051. Marona im See. Und Mavia. Servus. Schön, wir haben froh hier unten weitergebaut. Und reden uns schon wieder gegenseitig rein. Marona, du zuerst. Ich find's schön farbenfroh hier unten. Jo. Alles bunt. Viele schöne bunte Channels. Oh. Das müssten wir jetzt noch singen und an was anderes denken und dann jetzt habe ich Lust auf Schokolade. Ich war heute eine gute Idee. Erster. Viel Spaß. Schönen guten Morgen. Mavia hat noch einen neuen Cluster hinzugefügt von Molecular Assemblern. Und schon fertig ausgestattet. Sehr schön. Und da war Runa das vorletzte Rezept, das, den vorletzten Platz des letzten Molecular Assemblers. Clusters belegt hat, war es mal notwendig, einen neuen hinzusetzen. Voilà. Der belegt immer alles für sich. Gibt nichts wieder her. Ja, ja, klar. Schlimm, schlimm. Ja, gut. Wir wollten ja schon vor, glaube ich, 2 Folgen mal bei Botania die KG Muros bauen und dafür brauchen wir ja noch Zutaten. Das heißt, wir brauchen erstmal ein paar Planter. Ich habe hier das Rezept schon angelegt. Harvester brauchen wir auch noch. Und ich glaube, Mavia wollte in der Zeit die DSUs irgendwie noch neu verkabeln, oder? Kann ja. Ich machen, ja. Das wurde ihm vorsetzen. Ja, die dicken Kabel hochziehen, die DSUs und die Fässer jeweils eins nach vorne und ein kleines dünnes Knüppelchen dazwischen von dem Kabel mit blabliblub, du weißt schon. Der Kabel funktioniert. Ja. Ich check's mal wieder nicht. Gibt's ja nicht. Die einfachsten Dinge. Ich glaube nicht, dass das Ding Inveraxt oder scheren kann. Scheren kann's. Nicht? Ja, Eisenscheren cool. Halt. Ja, brauche auch keine anderen fürs Rezept. Machen. Ups. Mit einem Mr. T. Sie macht ja mein Rezept weg. Dem haben wir keinen Inver in dem Ding. Warum sind da 2 Sticks drin? Sollte aber in der Lage sein, Invar zu craften. Echt? Ja. Mal. In. Ah, tatsächlich, ist nur kein Star. Immer zuerst Bild überprüfen. Eisen. So wie die Maschinen. Wir haben nicht genug Eisen. Langsam. Gar kein Eisen, ist ja zum Kotzen. Ja, du wolltest, dass ich die Kabel hier lege. Wahrscheinlich genau das abgemacht worden. Das Eisen transportiert. Ach, wir geben das jetzt hier nochmal. Ach Mist. Prozessen. Den war hoch hergestellt, weil ein den war zu wenig da war. Ja, dann machen wir das Ganze manuell. Barrenetage, da ist das Eisen. Ja, wir haben nicht so viel Eisen und noch keine Millionen. Du hast in jedem Furnace dieselben Rezeptdinger drin? Die hat McFisto so hingestellt, dass da mehrere Furnaces die Last auf sich verteilen können. Mhm. Hab ich gemerkt, aber es hat Vor- und Nachteile. Rein dasselbe ist, habe ich mir gedacht, was da los? Also die Maschinen müssten wir sowieso noch mal komplett abbauen, neu hinbauen. Das ist momentan so ein gewachsener Macht das schon wieder hier? Wurstlei. Wer macht was wo wieder? Du. Mache halt Rezepte. Ja, ich auch. wenn ich wüsste, welche. Kommt ihr euch da in die Quere? Etwas. Vor allem auch. Ich bin gerade wieder etwas durcheinander. Scheiß Ding. Da drückt man drauf und es will nicht. Jetzt aber. Komm, Axt. Ich habe das Ding schon wieder nicht im Rezepttisch gemacht. Grrr. Aber jetzt haben wir endlich Planter und haben es da drin. Wow. Ich hab Bock, die scheiß Dinge mal von Hand zu machen. So, okay, das
haben wir. Ich mache das auch hier gerade alles in die Rezepte rein. Also plant dann Harvester brauchst nicht mehr reinzumachen. Ja. Geht nicht. Oh, wir brauchen 10 Gold. Warum? Ah. Aviar, ich haue dich. Was denn? Ich mach nur, was du mir aufgetragen hast. Ja, aber zu dem ungünstigsten Zeitpunkt. Also bei mir passt alles. Siehst du? Auch hauen. Ach nee, wieder falsch. Lassen wir dich vom Harvester abmähen. Wieder falsch rum. Ups. Ja, komm, mach schon. Hängt's denn? Ach, ich muss noch Quite Clear Glass craften. Brauchen wir denn da Quite Clear Glass? Hä? Ach. Oh. Menu. Ach, andersrum. So ein. Guck es. Dem ist jetzt, kann ich wahrscheinlich hier überhaupt nichts machen, weil du bestimmt immer genau das Kabel abklemmst, was ich brauche. Natürlich. Gebe mir Mühe. Oh, es geht. Es geht. Oh, warte. Löschst du immer die Rezepte, wenn ich da dran bin? Du warst fertig. Ich habe genau drauf geachtet. Oh, ich denke, also, was ist denn da los? Das Ding spinnt. Ja. Geht immer aus. Sollen wir für jeden sein eigenes ME bauen, damit das keine Probleme mehr gibt? Wir wollen ja nur für jeden ein eigenes Terminal. Drei Reihen Terminals übereinander, einmal quer Anordnung. Ja, für jeden eins. Denken wir, ist nervös und haut auf den Tisch. Wir haben jede Menge Dirt und Dirt 1. Was brauche ich noch? Die gleich wieder vorne. War ja noch ein Feld frei? Nö, ne? Bei was denn? Ja, bei der Farm natürlich. Keine Ahnung. Du weißt doch, ich bin da nie unterwegs. Weißt du, bist immer in echt unterwegs, deswegen machst du doch einen Urlaub. Das ist jetzt schon wieder so lange her. Aber noch habe ich Urlaub. Und deshalb kommen ja gerade auch noch so Folgen. Ich überlege, wenn ich letztes Mal Urlaub habe, dann kriegst du den Schreikrampf. Und deshalb kommen ja auch noch bei mir so Folgen vom Urlaub gerade. Ich habe eine Blockade, ich weiß nie, was ich machen muss. Voll blöd. Cool Idee, Enderflux Crystals. Ja, fand ich gut. Ich hab's. Hat man nicht irgendwo so einen komischen Wand zum Bauen? Ja, habe ich noch einen im Inventar. Kann ich den haben? Nein. Juhu, cool Idee im Dings da. Ja, komm her. Cool Idee im ME. Cool Idee im ME, genau. Ich werf ihn dir hier an die Türe. Wo auch mal hier an der Türe ist. Ja, am ME-Raum. Okay. Warte, wir brauchen noch irgendwas. Was waren nochmal die anderen Dinge? Ender minus. Enderflux-Crystal. Ja. Je mehr, umso schneller. Das weg. Das auch weg. Oh, auch Rezept gemacht. Gut, alles drin. Geht echt ab, das Teil. Ja, musst du aufpassen. Der hat eine sehr große Range. Das ist der, womit ihr schon diese hunderte Blöcke Scheiße gesetzt habt, weil ihr euch verklickt habt? Genau, beim Tunnelbau. Er hat, glaube ich, 1500 Blöcke kann er setzen. Ja, dann. Wunder, dass der Server nicht ruckelt, wenn du so viel gleichzeitig machst. Und wie viel machen wir denn von den Teilen? Ich mach mal 9. Ups, oh toll, das ging ja flott, ey. Dem kann Shadow nicht zählen. Warum? Er hat hier einen Harvester sitzen, der
zum Heiligen neben dem Feld steht. Also er steht nicht mittig von dem Feld, er steht irgendwie so nebendran. Hat er bei beiden Baumdingern falsch gemacht. Wie muss denn der das QED angeordnet sein mit den neuen Teilen? Ist das völlig egal? Ja, die müssen nur in der Nähe stehen, die Enderflux Crystals. An der Wand oder ist das auch egal? An der Wand, an der Decke, auf dem Boden. Irgendwie, dass sie, glaube ich, freie Bahn haben, das ist alles. Und der Radius ist auch egal. Ich glaube, 5 oder so Maximum. So gefühlter Wert, keine Ahnung. Was in den Drehungen, ja. Hab ich die Wand kaputt gehauen? Die Spitzhacke ist einfach zu übel. Ja, ich komme hier nicht klar. Ich bin gerade so müde, dass ich mich überhaupt nicht konzentrieren kann. Was wollten wir machen? Die Kekimuro? Sagt man das? Jetzt habe ich mir gerade selber die Wolle abgekramt. Nee. Also ich glaube, wir sollten heute eine kurze Folge machen und das, was wir vorhaben, irgendwie zwischendrin bauen. Ich guck mal, ob das jetzt funktioniert. Im Prinzip machen wir hier Vorbereitung. Jawohl. Karotte wollte man. Da müssen wir Karotte anpflanzen. Das ist ja fein. Also nicht die Karotten. Karottenkuchen? Nee. Doch, der ist lecker. Ich will nochmal so ein Ding machen. Aber wie viel kommen da raus? Einer. Ja, also müssen wir sowieso noch ein paar machen. Keine Ahnung, ob wir jetzt in die Mitte getroffen haben von dem scheiß Feld. Wir haben keine Enderperlen mehr. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt müsst getroffen. Ihr wieder welche haben. Ja, ich dachte gerade, diesmal hat es mich getroffen. Ach, das ist ein kleines Feld, das hier steht. Verdammt. 5, 6. Dick als das passt vorne und hinten nicht. Ja, ich bin dafür, dass wir mal irgendwas zwischen den Aufnahmen. Es klappt gerade gar nichts bei mir. Bei mir ist alles gut. Alles einwandfrei bei mir. Mein QED läuft, meine Endermarke werden produziert. Alles so. Also, es gibt Tage, da verliert man und Tage, da gewinnen die anderen. Genau. Ja. Aber bevor ich euch gewinnen lasse, nee. Gut, Ende der Folge. Was? Bin noch gar nicht fertig. Arsch. Dann hätte McChristo verloren. War schon klar, dass das nur war, um mich zu ärgern. So, 1, 2, 3, 4, 5 Loch im Boden. 1, 2, 3. Wir können auch so ein paar Dinger bauen. In 3, 6 und 18, 14. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Zack, fertig. Hey, jedes flott. Hat sonst nichts zu tun. Aber ich habe mich verrechnet. So Probleme hätte ich gerne mal. Will da doch keine dran machen. So ist gut. Das ist eine Wall. So, also ich werde durch. Ich habe mein Ziel erreicht heute. Ja, ich werde mich hier noch ein bisschen abknuddeln. Wo bist denn du? Ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge schon wieder ist. Das hier soll ja eine kürzere sein wie sonst. Ich bin hinten bei den Feldern und habe immerhin angefangen, Planter und Harvester zu setzen, nachdem ich die Feldgröße erstmal falsch eingeschätzt habe. Was willst du denn anbauen? Ja, Karotten, Zuckerrohr und so weiter. Die Karotten brauchst du nicht, habe ich bei mir. Zuckerrohr macht Sinn. Karotten habe ich bei mir. In industriell große Maßstab? Hä? In industriell große Maßstab? Nein, aber wofür? Für die Pflanze, die Karottenkuchen kriegt. Welche Pflanze kriegt denn bitte Karottenkuchen? Wer mag denn sowas? Kekimurus. Musst du nicht verstehen. Das tue ich auch nicht. Achtung, Zombie. Du kannst alles wissen, aber nicht alles essen, oder wie war das?
Doch, doch, du kannst alles essen, das meiste aber nur einmal. Gut. So war der Spruch. Okay, das kann ich irgendwie hier quetschen. Ich guck mir da noch was raus. Was von der anderen Seite. Letzten zwei Storage-Busses. Bussis. Das wollte ich mal angucken. Wir haben da uns schon einen Plan gemacht, wie man das machen können. Ach, muss man so viel hin und her traveln. So, habe fertig. Habe fertig. Und wie war das immer? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Brauchen gut, wir die ich mache hier oben? Einfach ein bisschen weiter zwischen den Folgen und wir sehen uns beim nächsten Mal dort. Wo seid ihr? Was ist fertig? Was kann man sich noch angucken? Brauchen wir die Fässer oben überhaupt? Über welche Fässer? Die Fässer oben drüber. Über den Deep Storage. Ja, irgendwo müssen die Ressourcen ja herkommen. Ach so. Jetzt habe ich gedacht, du hättest die Fässer mit nach vorne umgesetzt, damit es hübsch aussieht und jetzt sieht es noch beschissener aus. Außerdem sollte der Kabeldings dazwischen bleiben, damit man von vorne dabei kommt. Oh. Jetzt sieht es geknaubter aus wie alles vorher. Was du wolle? Ich wollte mir hier was Schönes für die Deko überlegen. Wir wollten hier ein... Das ist Varuna, dem ich zeige. Toll. Kannst du ja auch machen, bringt aber wenig. Irgendwie wird es schon funktionieren. Hauptsache es klappt, ist mir gerade egal. Jo. Muss jetzt nur noch die Schäden ausbügeln, die passiert sind. Passt. Okay. Gut, einmal eine Folge, die relativ im Zeitrahmen ist. Unglaublich. Das lässt sich ändern. Wunder gibt es immer wieder. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Ciao. Schaut bei denen da drüben mal vorbei. Mephisto 20. N50. N50. Und im kleinen Varuna. Hahaha. Bis dahin. Ciao, Minecraft. Bye. Ciao, Leute.